Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. 90er-Jahre-Party im Remscheider Stadtpark und ich habe Captain Hollywood bei mir. Tony, wie war's heute? The absolute Wahnsinn. Really, really great. Amazing. Das Publikum ist super. Ich habe richtig das Gefühl, dass ich zurück in den 90er Jahren war. Sehr viel Liebe, sehr viel Energy. Tolles Publikum. Wie ist das denn eigentlich, wenn du deine Klassiker singst und die Leute alle Lieder kennen? Ne? Wie ist das für dich persönlich, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, hey, they know everything? Hey, it's amazing. Besonders wenn man die Gesichter sieht. Man sieht die Gesichter, die Freude in die Gesichter, dass man diese schönen Erinnerungen, the memories have with the songs. Das ist das Schönste überhaupt. Bei vielen ist es ja so, dass ja die Gesichter ausgetauscht worden sind oder andere Leute für diese ganzen Projects, die bekannt sind, singen. Yes, yes. Du bist noch das Original. Ich bin der Alte. Meine Sängerin natürlich ist frisch. Wir brauchen frisch Blut. Natürlich. Sie hat tolle Stimme auch noch. Ja. Sieht toll aus. Und für die Jugendlichen ist es auch sehr gut. Für die alten Hasen bin ich da. Über das Kompliment freut man sich doch, oder? Ja, das war sehr lieb. Dankeschön. Aber wie ist es? Ich meine, er ist ja eine Legende. Wie ist es für dich, mit ihm zu singen? Super. Ich meine, wir sind auch verheiratet. Auch noch. Und es ist einfach wunderschön, dass wir alles zusammen halt machen können. Wir reisen zusammen, wir performen zusammen, wir leben zusammen. Wir erleben ja, so viele tolle Sachen gemeinsam. Und ja, wir fühlen uns schon sehr, wie soll ich sagen, blessed. Ja. Aber wie ist es? Ich meine, wir sind im Jahre 2019 und jetzt kommen die Klassiker von Anfang der 90er. Wie ist das? Und das scheint ja wirklich wieder so ein Trend zu sein gerade. Die 90s sind back. Well, ich muss sagen, in Deutschland die 90s are back. In anderen Ländern ist es noch nie weggegangen. Okay. Wir waren in Amerika, sind wir auch öfters auf Tour. Wir kommen gerade aus Dänemark. Das ist auch schon seit immer Skandinavien, Russland, in Deutschland. Ich glaube, Deutschland und Österreich sind in den 90er vorweile weg gewesen. Aber der Rest der Welt, South America und alle, die haben gefeiert bis zum geht nicht mehr. Besonders in South America und Russland. So, wir sind natürlich froh, dass es in Deutschland wieder gekommen ist, weil hier, von hier ist es alles originated. Von hier kommt das alles. So, wir haben uns gefreut, wieder hier in Nürnberg, hier in Deutschland wieder aufzutreten. Nürnberg ist mein altes Zuhause hier. Remscheid, wir sind heute in Remscheid, aber trotzdem, als Abschlussfrage, ist es ein Feeling, das man dann auch überträgt, the 90s? Oh man, es ist super geil. Besonders, wenn man Erwachsene in meiner Alters draußen sieht und die sind mit ihren Kindern noch dazu. Yeah. Das ist der Hammer, das liebe ich so sehr. Und natürlich ist es für Shireen auch sehr gut, wenn die Jugendlichen, die können mit mir nicht anfangen. Papa, Mutter, wer ist der alte Herr da oben? Aber Sie sehen die junge Dame hier und es ist auch sehr toll. Aber ich sage immer selber, ne, ich war damals 13, 14. Back to the youth, so ein bisschen, oder? Yes, yes. Für mich auch. Wenn ich wieder auf der Bühne bin und diesen geile, wunderschöne Publikum sehe und der Atmosphäre, ich fühle mich auch jünger. Alle Schmerzen gehen weg. Aber den nächsten Tag, die kommen wieder. Das ist das, wir sind älter geworden. Ne? Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Super. Captain Hollywood, heute hier bei der 90er-Party bei uns in Remscheid.